with a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum dritten Part von der Kennenroute. Und ja, mit der Aufnahme habe ich jetzt ein bisschen getrödelt. Ich hatte jetzt auch ein paar Wochen Stress gehabt. Beziehungsweise, ja, die Woche und letzte Woche hatte ich ein bisschen Stress. Die davor hatte ich Urlaub. Da habe ich das überhaupt nicht geschafft mit den Aufnehmen irgendwie. Naja, und ja, jetzt waren die Feiertage auch noch dazwischen. Da habe ich dann halt immer ein bisschen was anderes gemacht, auch mit meinem Freund mal. Wieder was, genau, und Mann, da steht schon kurz die neue Episode davor, also dieses Campus-Leben. Ich bin immer noch nie mit den ganzen Accounts fertig, also diesmal habe ich wirklich rumgedrödelt. Das tut mir nochmal leid, naja, okay. Wir sollten jetzt noch einen Spaziergang machen. Im Wohnzimmer stieß ich auf meine Eltern, die sich für ihren gemeinsamen Abend fertig machten. Schönen Abend euch beiden. Ihr auch, mein Schatz. Vergiss nicht, dass du uns jederzeit anrufen kannst. Ah, da hört man ganz klar den besorgten Vater raus, der bei dem Gedanken an seine Tochter mit ihrem Freund Panik schiebt. Es ist wirklich komisch, die Aufregung mit seiner Frau einen romantischen Abend zu verbringen, hat glatt seine ängstliche Vaternatur übermannt. Hey, Papa, mach dir keine Sorgen. Danke, schönen Abend euch. Sollten noch einen Spaziergang machen. Aber was kam denn jetzt nochmal beim Spaziergang? Ich weiß nicht. Als ich in der Nähe von Nays Boutique vorbeiging, der bereits geschlossen war, spürte ich, wie mein Handy in die Hosentasche vibriert. Ah, da ist Rosa, na endlich. Es tut mir ja so leid. Ich musste meine Koffer für das Wochenende mit Lay packen. Ich bin gerade noch so fertig geworden. Wir fahren gleich. Was wolltest du mir denn erzählen? Ich fange an zu grübeln. Was sollte ich ihr eigentlich genau sagen? Ich entschloss mich, ihr von meiner Angst zu erzählen. Ich werde sie ja jetzt wohl nicht mit meinen Gedanken nerven, obwohl sie ins Wochenende fährt. Ich treffe mich heute mit Kendon bei ihm zu Hause und ich bin ein wenig nervös. Entspann dich, das wird schon. Du wirst endlich das Universum unserer verführerischen Soldaten entdecken. Du musst mir danach unbedingt jedes Detail erzählen. Ich schüttelte den Kopf, während ich mich hineinlachte. Sie hat nicht ganz unrecht. Ich warte noch so lange auf diesen Moment. Ich steckte mein Handy in meine Hosentasche zurück. Schade, ich hätte mich wirklich gerne noch mal kurz mit Rosa getroffen, bevor ich zu ihm fahre. Ich bin mir sicher, dass ich mich bei ihrem Humor und ihrer lässigen Art sofort entspannt hätte. Na gut, ist noch ziemlich früh. Ich werde also noch ein wenig spazieren gehen. Ja, immer noch. Da ist ja Pia. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Hallo Nami, was machst du denn hier? Ja, ein bisschen spazieren. Alles okay, du wirkst ein wenig angespannt. Na gut, wie es aussieht, scheine ich meine Nervosität ja nur schlecht verbergen zu können. Eine Ausrede, ich will. Um ehrlich zu sein, ich bin ein wenig nervös. Nef hat mich. Was? Ja, Nef hat mich zu sich eingeladen. Ja, jetzt betrügen wir Kenton, ist klar. Ja, es ist das erste Mal, dass ich bei ihm bin. Also habe ich beschlossen, spazieren zu gehen, um mich davor noch ein wenig zu entspannen. Ich verstehe. Aber was macht dich daran denn so nervös? Es sollte dich normalerweise nicht so stressen, sondern zu deinem Freund zu fahren. Ich sah sie beschämt an. Ja, seit wann ist denn Fanny mein Freund? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß schon, woran es liegt. Würde dich das denn etwa nicht stressen? Ich atmete tief ein. Ich weiß, ich kann dir vertrauen, aber kannst du mir vielleicht trotzdem versprechen, dich nicht lustig zu machen, wenn ich dir davon erzähle? Versprochen. Ich habe ein wenig Angst, dass wir, wenn wir... Ich habe da so meine leisen Vorahnungen, dass ich heute Abend mein erstes Mal haben könnte. Ach, auf einmal mit Kenton wieder. Mein erstes Mal mit Kenton. Und dann kann ich ihr auch gleich die Wahrheit sagen. Eigentlich einfach nur mein erstes Mal. Weißt du, auch wenn du es
mir nicht gesagt hättest, hätte ich wetten können, dass es das ist, was dir in den Kopf herumschwirrt. Pia ging auf mich zu und legte freundschaftlich einen Arm auf meine Schulter. Du musst deswegen keine Angst haben, weißt du? Es ist ja nicht so, als ob ich nicht wollen würde. Ich habe einfach nur Angst, dass es schlecht läuft oder ich mich dumm anstelle. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist einfach nur, dich zu entspannen und dich auf dein Gefühl zu verlassen. Das Wichtigste ist und bleibt es, auf sich selbst und seinen Körper zu hören. Du bist zu nichts gezwungen, weißt du? Mach einfach, worauf du Lust hast, wenn der Moment gekommen ist. Das heißt, also wenn du Lust auf ihn hast, dann nur zu. Aber ansonsten ist es auch nicht so schlimm. Das ist bestimmt nicht die letzte Gelegenheit, sei es mit ihm oder mit jemand anderem. Aber versau dir jedenfalls nicht den Abend wegen so einer blöden Angst, okay? Bei Pias aufbauendem Lächeln wurde mir sofort warm ums Herz. Du hast recht, es wäre schade darum, so einen Hehl zu machen. Das Wichtigste ist, dass ich einen schönen Abend mit meinem Freund habe. Alles andere ist das Schicksal überlassen. Genau so ist es. Danke, Pia. Du hast mir mal wieder sehr weitergeholfen. Das freut mich. In dem Moment fiel mir auf, dass ich sie noch gar nicht gefragt hatte, wie es ihr ging oder wie sie überhaupt hier machte. Und ansonsten, wie geht's dir? Gehst du irgendwo hin? Ja, alles klar soweit. Ich bin auch nur ein bisschen spazieren gegangen. Aber ich muss jetzt heim. Denn ich habe auch ein Date, für das ich für mich fertig machen muss. Okay, dann will ich dich mal nicht länger aufhalten. Bis bald, schönen Abend dir. Pia ging an ihrer üblichen lässigen Art weg. Sie ist wirklich eine tolle Person. Ich habe mir wirklich Glück, sie getroffen zu haben. Ich fühle mich jetzt schon viel entspannter. Ich warf einen Blick auf mein Handy. Mist, ich war schon viel zu spät dran. Es wird höchste Zeit, zu Candy zu gehen. Ich holte mein Handy raus, um die Adresse zu überprüfen. Auf dem richtigen Weg bin ich schon mal. In den weiteren 10 Minuten war ich am Fuße des Wohngebäudes von Kennen angekommen. Okay, da wären wir. Mit leicht zitternder Hand drückte ich auf die Klingel. Komm schon, Nami, du wolltest doch ganz entspannt angehen. Ich nahm einen tiefen Atemzug und seine Stimme drang durch die Sprechanlage. Ich mach dir auf. Unter dem Eingangsbereich, der zur Tür führte, wurde ich von Cookie empfangen, der freudig an mir hochsprang. Ganz ruhig, Cookie. Dieser weiße Punkt immer. Immer da, wenn Kind da ist. Wir wissen ja, dass du es Nami zu verdanken hast, dass du noch hier bist. Aber das ist kein Grund, sie gleich umzuwerfen. Dann brachte Cookie ihn das in ein Nebenzimmer und kam anschließend wieder. Okay, du kannst jetzt reinkommen. Willkommen. Ich betrat die Wohnung und wir gingen direkt bis zu seinem Schlafzimmer durch. Der Gedanke, nun endlich hier zu sein, machte mich ein wenig nervös und ich sah mich ein wenig in sein Zimmer um. Witzig, genauso habe ich mir sein Zimmer vorgestellt. Es sieht ganz nach Candle aus. Sportlich und funktionell. Und, gefällt es dir? Ich atmete tief ein, um mich ein wenig zu beruhigen und ließ meinen Blick durch den Raum schweifen. Dafür, dass es ein Jungenzimmer ist, ist es hier ziemlich gut aufgeräumt. Ein bisschen näher, aber ganz schön. Schöner Punching Ball. Das erklärt auch, warum du in so guter körperlicher Fassung bist. Und das ist noch untertrieben, sein Körper ist zum Dahinschmelzen. Danke. Ich bin wirklich froh, dass du endlich mein Zimmer siehst und dass du hier bist, natürlich. Ich habe davon schon so oft geträumt. Kendin hat von mir geträumt? Von mir in seinem Zimmer? Wovon er wohl geträumt haben mag. Ein wenig verlegen, so offen gewesen zu sein, trat er an mich heran und streichelte mir über die Wange. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das schönste Mädchen der Schule irgendwann zu mir kommen würde, um den Abend mit mir zu verbringen. Natürlich werde ich wieder rot. Das schönste Mädchen der Schule. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Glaubst du nicht, dass du ein wenig übertreibst? In deinen Augen vielleicht. Also für mich ist das vollkommen ausreichend. Das will ich doch hoffen. Außerdem bist du die lustigste und die netteste von allen. Ich lächelte und sah ein, dass es wohl nichts zu bringen würde, weiter mit ihm darüber zu diskutieren. Ich trat näher an ihn heran und Kendin legte seinen Arm um meine Hüfte. Er küsste mich auf den Hals. Seine Lippen waren so weich, dass ich erschauderte. Mist!
Mir ist gerade aufgefallen, was für ein schrecklicher Gastgeber ich bin. Ich habe dich nicht einmal gefragt, ob du was trinken willst. Oh ja, ich hätte gerne etwas Erfrischendes, wenn du da. Ja. Ich glaube, durch Kenneths flüchtige Küsse ist mir ganz schön warm geworden. Okay, bring ich dir. Mach es dir in der Zwischenzeit schon mal gemütlich. Ich nutze die Zeit, um mich ein wenig in sein Zimmer umzusehen. Ich muss mich unbedingt entspannen. Ich habe wirklich keine Lust, dass Kendall meine Nervosität bemerkt. Handeln, Sportschuhe, Springseil, das ist eindeutig das Zimmer eines Sportlers. Die paar Bücher, die ich in seinem Zimmer sah, waren hauptsächlich für den Unterricht. Ich blätterte in einen von ihnen, bei dem ich das Gefühl hatte, es schon einmal gelesen zu haben und meine Erinnerungen zufolge ziemlich Kummer bereitet hatte. Zwischen den Seiten stieß ich auf ein eigenartiges Lesezeichen, ein Klassenfoto in einer verkleinerten Format. Als ich genau hinblickte, sah ich, dass ich auch darauf abgebildet war. Ich war 4 Jahre. Ein Klassenfoto? Ich war 4 Jahre alt, trug Zöpfe und unheimlich grässliche Klamotten. Eine Stufe weiter unten auf der Bank, der etwas kleinere Schüler, saß Kendall, oder besser gesagt Ken, der hinter seinen runden Brillengläsern schüchtern hervorlächelte. Ich lächelte in mich hinein bei den Erinnerungen an die schönen, wenn auch etwas schwierigen Schuljahre. Hey, gib mir das! Kendall riss mir das Foto aus den Händen und steckte es zurück in das Buch, das er anschließend auf seine Kommode legte. Was hast du denn? Hast du das Foto gesehen, wie ich. Hast du gesehen, wie ich auf diesem Foto aussehe? Ich habe so viele Pickel im Gesicht, dass man meinen könnte, jemand hätte Cortison darauf verteilt. Ich konnte nicht anders, als bei der Vorstellung daran zu lachen. So ein Unsinn. Wir hatten doch zu der Zeit alle Pickel. Du musst dich ein wenig lockerer machen. Diese Zeit liegt doch jetzt schon längst hinter dir. Kann schon sein, ja, aber es ist trotzdem eine schmerzhafte Erinnerung. Wenn Kenny traurig ist, hat er einen absolut unwiderstehlichen Schmollmund. Ich trat näher an ihn heran und fuhr mit den Fingern durch sein Haar. In meinen Augen bist du jedenfalls der süßeste Junge der Schule und dieses Klassenfoto wird daran sicher nichts ändern. Kenny küsste mich zärtlich. Sollen wir dann langsam mit dem Film anfangen? Ich habe sogar extra Popcorn gekauft. Super Idee. Wir einigten uns auf einen Abenteuerfilm und machten es uns mit dem Laptop auf seinem Bett gemütlich. Ich legte meinen Kopf an seine Schulter und er legte seinen Arm um mich. Ich bin mich selten so wohl gefühlt. Ich auch. Ich hob den Kopf und fuhr mit der Hand unter sein Shirt. Ich spürte, wie er unter meinen Berührungen erschauderte. Du machst mir Gänsehaut. Ja, das merke ich. Seine Haut war so weich, dass mich bei ihrer Berührung ebenfalls ein Schauer durchfuhr. Ich gab mich dem Moment hin und spürte, wie die Welle der Lust, die mich überkam, durch meinen ganzen Körper rollte. Kendall drückte mich noch fester an sich und streichelte dabei über meine Haare und meinen Hals. Ich spürte sein Begehren, aber dennoch war er zurückhaltend, ganz so, als ob er Angst hätte, etwas falsch zu machen. Um ihn ein wenig zu entspannen, küsste ich langsam seinen Hals hinab, bis zu seinen Schultern, sein Schlüsselbein. Ich spürte, wie er seine Hände an meine Hüfte legte. Plötzlich war mir schrecklich heiß. Eine Sekunde. Als ob Ken meine Gedanken gelesen hätte, setzte er sich schüchtern auf und zog sein T-Shirt aus. Irgendwie wird mir bei dem Film plötzlich ganz schön heiß. Schon klar, du willst bloß deine Muskeln zur Schau stellen. Ja, genau, als ob das am Film liegen würde. Ach so, konzentrierst du dich etwa auf den Film? Und da hast du auch recht. Jedenfalls kann man sagen, dass dieser Punching Ball hier nicht nur zur Ecke, nur in der Ecke steht. Das gleiche gilt für die Handeln, ein Dekoobjekt sind, was? Das gleiche gilt für die Handeln, ein Dekoobjekt sind die nicht. Davon kannst du ausgehen. Ich lächelte unschuldig und fuhr mit den Händen über seine Muskeln, seinen Brustkorb und seine Arme. Ich fand ihn unglaublich sexy. Ich nahm seine Hand und schob sie unter meinen Oberteil. Dann ließ er seine Finger sanft meinen Rücken hinabgleiten, auf der Suche nach einer sensiblen Stelle. Ich war so berauscht von seiner Berührung, dass ich gar nicht merkte, wie schnell das alles ging. Ich könnte nicht einmal mehr sagen, wie es dazu kam, doch wenige Augenblicke später fanden wir uns in Unterwäsche wieder. Ich ließ meine Hände über seinen gesamten Körper gleiten, den ich zum ersten Mal in seiner vollen Pracht entdeckte.
Eine seiner Beine schlang sich zwischen die meinen, wobei er erneut eine Welle der Lust entfachte. Trotz seines Zögerns spürte ich in ihm das Verlangen, mich zu beglücken und mich all die Sanftheit spüren zu lassen, die ihm innewohnt. Jeder Millimeter meines Körpers erzitterte bei seiner Berührung. Nach ein paar Minuten versuchte Kenan schließlich verzweifelt, mein BH zu öffnen. Das ist wahr. Das ist so wahr. Das gibt es doch nicht. Kannst du dich bitte kurz umdrehen, damit ich mir den Verschluss mal anziehen kann? Ich kicherte über seine Unbeholfenheit. Super, jetzt machst du dich auch noch über mich lustig. Du musst zugeben, das ist lustig. Überhaupt nicht. Ich finde das nur süß. Ja, aber auf eine nette Weise. Und außerdem lockert das die Stimmung. Ja, ich muss zugeben, dass das schon ein wenig komisch ist. Okay, ich habe es geschafft. Diese Lache, ey. Jetzt, wo ich fast vollkommen nackt war, spürte ich, wie mich plötzlich ein leichtes Schwindelgefühl überkam. Kenton? Ich glaube, ich habe Lust. Das sagt man doch nicht. Ich auch. Kenton küsste mich zärtlich und ich zog ihn an mich mit der Begierde, ihn endlich, ja, da fehlte der halbe Satz. Ich setzte mich auf ihn, so wie es damals bei mir im Zimmer getan hatte. Seine Hände hatten nun Zugriff auf sämtliche Bereiche meines Körpers, doch das schien ihn nicht zu stören, ganz im Gegenteil. Doch plötzlich richtete sich Kenan auf, wobei eine braune Strähne in sein nur sorgenerfülltes Gesicht fiel. Bist du wirklich sicher, dass du das willst? Meine Entscheidung stand klipp und klar fest. Seine Frage weckte plötzlich eine jede Menge Zweifel in mir. Ja, ich habe wirklich Lust auf dich, Kenton. Ich auch, sehr sogar. Ich klappte den Laptop zu. Ich strich ihm eine Strähne aus dem Haar. Ich beugte mich über ihn. Ich nahm seine Hand und legte sie auf meine Brust, damit er sie streichelte. Die Sanftheit seiner Geste war schwindelerregend. Als ob er nun an dieses Zeichen gewartet hätte, umschlang mich Kenton noch ein wenig enger und ließ seine Hand meinen Bauch hinabgleiten. Ich spürte, wie seine Finger in mich glitten und stöhnte lustvoll auf. Ich wollte in diesem Augenblick nur eins, ihn an mich spüren, an mir spüren, bei mir spüren, in mir spüren. Was ist das denn? Was? Und während unsere Körper und unser Atem eins wurden, sich in Rhythmus und Bewegung anpassten, war mein Kopf plötzlich frei von jeglichen Gedanken. Alles, was ich spürte, war seine nackte, weiche Haut auf der meinen. Jeglicher Zweifel war aus meinen Augen gewichen, mit denen er mich nun intensiv ansah. Ich würde diese Nacht noch lange in Erinnerung behalten, die wir Seite an Seite verbrachten, seine Arme, die mich umschlungen hielten, sein sanftes Lächeln, die Berührung unserer nackten Haut. Kente. Ja, voll eigentlich voll das düse Bild, aber ein bisschen, nee, das muss so aussehen, aber irgendwie sieht das komisch aus, dennoch. Diese Nacht an seiner Seite hatte all meine Ängste, all meine Zweifel in Luft aufgelöst. Was auch immer danach passieren würde, alles war nichtig, denn dieser Moment war bisher der glücklichste meines Lebens gewesen. Das Erste, was ich am nächsten Morgen sah, war Kenan, der schlafend neben mir lag und mir sein Rücken zudrehte. Ich legte meinen Arm um ihn und küsste ihn ein paar Mal auf den Nacken. Kenan legte seine Hand um die meine. Für den Moment hätte ich fast vergessen, dass. Aber nein, du bist wirklich hier. Ja. Wir sahen uns lächelnd und ein wenig verlegen an. Ich wollte dir noch sagen, dass. Ach ja, wegen gestern Abend. Nimm zu, sag ruhig. Nein, nein, du zuerst. Na gut, einer von uns muss ja wohl als erster sprechen. Ich wollte dir sagen, dass ich wirklich eine magische Nacht mit dir hatte. Genau das wollte ich auch sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mach dir dabei mal keine Sorge. Und du bereust es nicht, dass wir. Soll das ein Witz sein? Das war die beste Nacht meines Lebens. Das Einzige, was ich bereue, dass die Nacht zu kurz war. Ich fand es einfach perfekt. Und dann, es hält uns ja nichts davon ab, weiterzumachen, wo wir gestern aufgehört haben. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch sogar noch besser. Auch wenn ich nicht wüsste, wie man gestern Abend übertreffen sollte. Ich kuschelte mich an ihn. Gute Idee, wirklich eine sehr gute Idee.
Kendall zog die Decke hoch und ich kuschelte mich noch enger an ihn. Erneut überkam mich diese schwindelerregende Lust. Ich gab mich dem Moment einfach hin. Ein schöner Tag hatte soeben begonnen, ein schöner Ferientag. Und wo hätte dieser besser beginnen können als hier im Bett, Haut an Haut mit Kendall? Und was den Rest angeht, haben wir noch ein wenig Zeit. Ja, es endet 4 Jahre später. Gott, mein Lade. Ladebalken ist weit unten. Sie bekommen schon noch alle ihre Zimmerschlüssel, keine Sorge. Hier ist ja ganz schön was los. Ja. Und hören Sie endlich mit dem Geblärre auf, so kann ich mich nicht auf meine letzten Urlaubserinnerungen in Italien konzentrieren. Pizza, Sonne, kein Unterricht, keine Fakultät, keinen lauten Studenten. Ich drehte mich zu Rosa und flüsterte ihr leise etwas zu. Bist du auch in dem Studentenwohnheim? Nein, Lay und ich wohnen jetzt zusammen. Wirklich? Das wusste ich ja noch gar nicht. Wirklich toll. Also wenn du hier kein Zimmer hast, heißt das wohl ja zwangsläufig, dass ich mit einer Unbekannten zusammenwohnen werde. Ja, aber so lernst du bestimmt tolle neue Leute kennen. Na, du wirst sehen. Bis bald aufs Wiedermorgens-Campus-Leben. Jupp. Ach Gott, das ist immer noch so ein Thema, wo ich nicht weiß, ob ich mich freuen soll oder nicht. Ja, aber ich bin gespannt. Es wird ja auch bald Zeit. Es ist ja schon fast wieder ein Monat vorbei. Genau. Dann war es das jetzt auch mit der Kendall-Route, wo ich ein bisschen fand, die war realistischer, weil Kendall erstmal nicht den BH aufbekommt. Das war wieder sehr top, ne? Und ja, weiter geht's mit der Armin-Route und irgendwann folge ich auch mal mit der Lysander-Route. Ich muss da endlich mal aufholen. Ich bin so lahmarschig. Ja. Gut, dann sehen wir uns wieder. Tschüss.